Hallöchen Freunde, weiter geht's hier mit Payday the Haste und wir machen den nächsten Einsatz. Das heißt, wir werden jetzt ein neues Szenario haben, das ist quasi chronologisch gesehen haben wir jetzt die nächste Map, also die zweite. Und das nennt sich Heißes Pflaster und ja, hier werden wir mit der gleichen Gruppe wie eben zusammenarbeiten, damit wir hier dieses Level auch zu viert zu gemeinsam bestreiten können. So, einer ist noch nicht bereit, aber gleich geht's dann los mit der nächsten Karte. So, auf den Schoko hier, da warten wir noch. Der ist nämlich noch nicht bereit, aber sobald er denn bereit ist, geht's dann auch direkt los. So, wir sind ja jetzt im Ruf gerade bei 15 gewesen, haben wir jetzt zwei Ruf beim letzten Mal geschafft, dazu gewonnen und umso höher unser Ruf ist, umso besser sind dann auch die Sachen hier. Hier haben wir auch dann Upgrades, die wir dann wir können quasi die Sachen, die wir benutzen, können wir verbessern, damit diese dann noch besser werden. Also umso höher der Ruflevel ist, umso besser ist man eigentlich ausgestattet dafür. Und das ist halt nicht ganz unerheblich. Also das eigentliche Können, das kommt natürlich auch drauf an, sicherlich. Aber wichtig ist es halt auch, dass man hier ja möglichst viele Kapazitäten hat beim Ruf, damit man dann halt sich bestmöglichst dann auch ausrüsten kann. So, und so langsam dürfte der hier gerne mal fertig sein, damit wir hier zu unserem nächsten Einsatz kommen. So, hier der Teambonus, der ist zum Beispiel noch gesperrt bei uns. Da brauchen wir noch ein bisschen Bargeld und einen besseren Ruf. Und damit lässt sich dann nämlich ein paar Teamboni freischalten. So, und jetzt ist er auch bereit gewesen und es geht los. Ja, da hat er uns quasi verarscht und dem werden wir jetzt hinterher. So, und auf geht's. So, und in die Richtung geht's. Hier haben wir auch ein paar Leute, die wir hier quasi festnehmen könnten, aber wir stürmen hier mal weiter. So, mit Schrot kommen wir hier eigentlich nicht so weit. Wir nehmen hier erstmal wieder die Pistole. So, hier haben wir wieder ein paar Polizisten, die wir abschießen müssen. So, auf der rechten Seite haben wir noch ein paar. So, und ich habe das Level hier schon zweimal. Boah. Ich habe das Level schon zweimal im Singleplayer durchgespielt. Und das ist wirklich extrem lang. So, und wo kriegen wir hier den Schaden? Von hinten, oder was? Ach was. Alter, wie wir die ganze Zeit nur Schaden kriegen hier von überall. Warum laufen die anderen schon so weit nach vorne? Komme ich gerade nicht mit klar mit der Taktik.
So, und da hat es einen zerlegt von unseren. Weil er ein bisschen zu eifrig nach vorne gegangen ist. So, hier ist richtig Alarm. Und wir haben auch fast keine Energie mehr. Also wir haben schon richtig auf den Sack bekommen. Und ich traue mich hier gar nicht aus der Deckung rauszugehen. Ach, scheiße. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die hier alle so ein hohes Tempo vorlegen. Das ist dann natürlich extrem schwierig da. Weil wir jetzt auch eine extrem schlechte Position haben. Meine Herren. Also, im Singleplayer lief das ein bisschen anders ab. Da bin ich echt Ecke für Ecke nach vorne gegangen. Boah. So, da ist die Waffe dann auch leer. So, von hinten kommt die Polizei auch ran, aber mit Schrot können wir hier aus der Entfernung nicht viel ausrichten. Und wir haben auch nicht mehr so viel Schuss. Alter. Also hier ist gerade ein bisschen viel. Scheiße, und jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, wir sind hier am draufgehen. Und jetzt sind wir gleich fällig. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt so extrem schnell nach vorne laufen, anstatt das hier mal so ein bisschen sicherer zu machen. So, hier haben wir ein Medipack, das ist schon mal gut. Da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen verarzten. Und Ammo war jetzt auch nicht so schlecht, aber ich würde die... möchte die Box halt erst dann... die Ammo-Kiste halt dann erst loswerden, die Tasche, wenn wir halt da sind. Weil hier werden wir da nicht viel von haben. Weil wir müssen gleich da vorne nach rechts. So, hier vorne haben wir gleich das nächste Lager erreicht. Sehr gut. Also haben wir es doch noch geschafft. Und dann machen wir hier mal die Munitionskiste oder Tasche hin. So, also hier ist so das nächste Lager, was wir uns hier so halb aufschlagen. Und so, da kommt die Polizei schon wieder und nervt. Also, das war jetzt eher extrem chaotisch als irgendwie gut geplant und durchdacht gespielt. Das geht natürlich auf Dauer nicht. Also, wenn wir jetzt auf schwer spielen würden, dann wären wir schon lange ausgelöscht worden. So, und hier ist der Kollege drin, der sich aus dem Staub gemacht hat. Und den räuchern wir da jetzt aus. So, und gerade ist auch ein bisschen Ruhe. So, hier vorne dürfte dann gleich die nächste... So, der nächste Kanister spawnen. So, da haben wir einen Helikopter, einen feindlichen.
So, hier können wir nochmal eine Geisel nehmen. So, und da hinten landen nämlich schon wieder so ein paar SWAT-Heinis. Na komm. Alter. So, wenn er nicht hören will, dann muss er halt fühlen. Alter, und wie viele Polizisten hier gerade wieder stürmen. So, manchmal sind hier auf den Dächern auch welche. Oha, oha. Alter. Jetzt überrennen die uns hier aber langsam. Scheiße, und da ist schon die Waffe leer. Müssen wir uns eigentlich gleich neue Muni hier holen. Scheiße, ist auch leer. Alter Falter. So, aber ich denke mal, wir machen hier wieder ein kurzes Päuschen. Gleich geht's weiter. Bis dann.